Mit dem Übergang der Pflanzen in Schossen beginnt jetzt die entscheidende Phase, was Wuchsregulierung und frühe Krankheitsbekämpfung angeht. Dazu einige Hinweise und Tipps im folgenden Video. Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zum zweiten Feldreport in diesem Jahr. Mein Name ist Monika Gannal, ich bin die Fachberaterin für Bayern. Wir sind jetzt heute an unserem Versuchsstandort in Hohentannen bei Landshut. Ich möchte Ihnen im Folgenden zeigen, wie weit Winterweizen und Wintergerste entwickelt sind und was an Pflanzenschutzmaßnahmen ansteht. Was die Witterung angeht, haben wir diese Woche, wie eigentlich auch schon letzte Woche, einen kleinen Kälteeinbruch, zum Teil mit Nachtfrösten und Schnee. Das hat den Pflanzenschutzmitteleinsatz oftmals verhindert. Viele Maßnahmen haben sich jetzt aufgestaut. Wenn jetzt aber die Temperaturen zum Wochenende hin steigen, sollten sie unbedingt in den Startlöchern stehen. Durch die Feuchte kommt jetzt der Dünger gut zur Wirkung. Wir haben aktuell 13 Stunden Tageslänge, also Langtagbedingungen. Das heißt, in der Pflanze werden vermehrt Streckungshormone gebildet und damit rückt jetzt ganz klar die Wuchsregulierung in den Fokus. Der Einsatz von Wachstumsreglern orientiert sich ganz klar am EC-Stadium. Das ist das alles entscheidende Kriterium. Der optimale Termin in Wintergerste, aber auch Winterweizen, ist EC 31, maximal EC 32. Da sollte also wirklich immer die Hauptmaßnahme platziert werden. EC 31 ist erreicht, wenn der erste Knoten mindestens 1 cm vom Bestockungsknoten entfernt ist. Hier am Standort haben wir aktuell EC 30. Es dauert also noch ein paar Tage, bis EC 31 erreicht ist. Wenn dann EC 31 erreicht ist, empfehle ich Ihnen für die Wintergerste 0,6 bis 0,8 Liter je Hektar Modus ME, sofern keine Nachtfrostgefahr mehr herrscht. Grob 10 Tage nach der Gerste erreicht in der Regel auch der Winterweizen EC 31, 32. Dann sollten Sie 0,3 bis 0,4 Liter je Hektar Modus ME einsetzen, natürlich auch kombinierbar mit CCC. Wenn Sie eine Hilfestellung dabei benötigen, für Ihren Standort die schlagspezifisch optimale Aufwandmenge zu finden, dann nutzen Sie gerne unsere kostenlose App Modus Expert. Natürlich kann es sein, dass zum idealen Wachstumsreglertermin die Einsatzbedingungen nicht ideal sind. Das kennen wir zuhauf aus den letzten Jahren. Da war es vor allem das Thema Trockenheit, das Probleme gemacht hat. Dieses Jahr sind es eher kühlere Temperaturen oder starke Temperaturschwankungen. Mit dem Original Modus ME ist das aber kein Problem. ME steht für Mikroemulsion. Das ist eine wachsartige Formulierung, die einzigartig am Markt ist. Die Besonderheit ist, dass es besonders verträglich ist. Und das ist wichtig, wenn es in Mehrfachmischungen geht, zum Beispiel mit Herbiziden oder Fungiziden oder wenn eben die Einsatzbedingungen nicht optimal sind. Neben der Formulierung ist auch der Wirkstoff besonders beim Modus ME. Das Trinexapac-Ethyl zeichnet sich durch eine sehr kalkulierbare, gleichmäßige Einkürzung aus, hat auch eine sehr lange Dauerwirkung und hat auch physiologische Effekte, also zum Beispiel einen positiven Einfluss auf die Wurzelbildung. Ziel soll es sein, den Getreidehalm nicht nur stabil, sondern auch gesund zu halten. Nur gesunde Leitungsbahnen können letztlich auch Nährstoffe und Wasser effizient transportieren. Ein oft unterschätztes Problem sind hier Halmbasiserkrankungen, also Halmbruch, aber auch Rhizoktonia. Beides kann zu Taubehrigkeit führen. Ein sehr starker Wirkstoff dagegen ist das Cyprodenil im Unix. Damit werden sehr effektiv die Halmbasiserkrankungen verhindert, aber auch Blattkrankheiten wie die Netzflecken, auch resistente Netzflecken, also es ist ein echter Resistenzbaustein. Natürlich müssen wir jetzt auch verstärkt alle anderen relevanten Blattkrankheiten im Auge behalten. In der Gerste treten neben Netzflecken auch vereinzelt Rhynchosporium auf. Zum Teil findet man auch Zwergrostinfektionen in anfälligen Sorten. Im Winterweizen haben wir sehr viel Ausgangsbefall mit Septoria, zum Teil auch Mehltau. Und auch hier müssen wir jetzt den Rost, also den Gelbrost, im Auge behalten. Kontrollieren Sie also vor dem Einsatz der Wachstumsregler Ihre Bestände auf Krankheiten. Wenn Bedarf besteht, mischen Sie zum Wachstumsregler ein Fungizid mit dazu. Hier empfehle ich Ihnen unser neues Unix Pro, bestehend aus dem Unix, also dem Wirkstoff Cyprodenil, kombiniert mit dem Picari 300 EC mit einem Protioconazol. Die Aufwandmenge liegt hier bei 0,5 Kilo Unix und 0,5 Liter Picari 300 EC in Winterweizen, Wintergerste, Roggen und Triticale. Mit der Kombination Unix Pro bekämpfen Sie Halmbasiserkrankungen sehr sicher, aber auch alle Blattkrankheiten und Sie haben einen guten vorbeugenden Schutz gegen Mehltau.
In der Wintergerste wird durch das enthaltene Proteoconazol auch bereits frühzeitig die Ramularia ausgebremst. Das ist also eine sehr interessante Lösung für den frühen Fungizideinsatz. Bei der Ausbringung von Pflanzenschutzmitteln sind natürlich nicht nur die Mittelwahl und der Einsatzzeitpunkt entscheidend, sondern sehr wesentlich auch die Witterungsbedingungen und die Geräteeinstellungen. Hierbei kann Sie unsere neue App Spray Assist unterstützen. Damit finden Sie das ideale Zeitfenster für die Applikation und in Abhängigkeit von Ihrer Düse auch die optimalen Einstellungen, was Druck, Fahrgeschwindigkeit und Wasservolumen angeht. Liebe Zuschauer, das war's für heute vom Feld. Vielen Dank fürs Zuschauen. Beim nächsten Mal schauen wir uns dann die wichtige Farnblattbehandlung im Getreide an. Bis dahin alles Gute, bleiben Sie gesund!